Hallo, die Fast Forward Science 24 Stunden Instagram Challenge ist gestartet. Das Thema ist ansteckend. Und da habe ich mir Folgendes über. Die meisten werden das Meme und Michael Wendler schon mal gesehen haben. Die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Was steckt dahinter? So wird das mit dem nächsten Hype nichts. Wenn du immer nur 10 Leuten nacheinander das Bild schickst, dauert es 1000 Tage, bis 1 Million Leute dein Bild kennen. Wenn jeder Empfänger das Video selbst wieder 10 Leuten weiterschickt, sind bereits nach 6 Tagen 1 Million Leute erreicht. Und nach 7 Tagen sind es 10 Millionen. Das ist das Prinzip des exponentiellen Wachstums. Das wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Das entscheidende Merkmal ist, egal was man macht, exponentielles Wachstum, immer in der gleichen Zeit verdoppelt sich die Menge von dem, was man hat. Aus der Schule kennt man vielleicht noch die E-Funktion. Sie ist die mathematische Funktion, die diesen Vorgang beschreibt. So ist es möglich, ein mathematisches Modell zu bauen. Ein solch einfaches Modell kann jeder mit der E-Funktion aus der Schule bereits machen. In der Realität ist alles noch ein bisschen komplexer und etwas komplizierter darzustellen. Dadurch können aber auch noch präzisere Vorhersagen gemacht werden. Dabei sind die Modelle nicht auf eine bestimmte Ausbreitung eingeschränkt. Wirklich fast alles ist ansteckend. Fast alles kann sich exponentiell ausbreiten. Das liegt auch daran, dass heutzutage alles vernetzt ist. Digital, sozial und global. Die Ausbreitung gilt natürlich für positive und negative Effekte. Das Modell hilft einzig und allein, den Hintergrund zu verstehen. Also, nutzt die Chance. Teilt die wichtigen Infos und dann schauen wir mal, wann diese Story 1 Million Leute gesehen haben.